Soll ich mit? Ist das noch grün? Nein, nein. Und los. Da kann ich doch die Zeit mitnehmen. Okay. Bogenschütze ist noch gut. Entweder ist niemand hier, oder sie wollen nicht gehört werden. Dieser Ort war einst voller Leben. Die Fischerei blühte und Schiffe brachten Reisende aus ganz Griechenland. Landeinwärts liegen das Dorf Kythera und der Tempel der Athene. Ihr weißt nichts, aber eine große Gruppe von Menschen. Es ist eines der großen Geheimnisse. Eines Tages, während eines gewaltigen Sturms, kam alles zum Stillstand. Keine Kunde wurde mehr von Kythera vernommen. Reisende fanden die Insel verlassen und den Tempel versiegelt. Einige berichteten von einer Stadt aus Statuen, als hätten die Menschen Denkmäler ihrer selbst hinterlassen. Athene sagte, das goldene Vlies wurde aus dem Tempel gestohlen. Doch weiß niemand, warum oder von wem. Manche glauben, das Vlies sei immer noch hier. Meines Wissens hat seit dem großen Sturm vor vielen Jahren niemand mehr den Tempel betreten. Die Person, die wir suchen, ist hier auf der Insel. Vor dem Verschwinden der Kythera hättest du zwischen zwei Personen aus Athenes Blutlinie wählen können. Zwillinge. Zwillinge? Die hohe Priesterin Medusa und ihr Bruder Perseus, der Tempelwächter. Beide jung und schön und verheißungsvoll. Der Stolz von Kythera. Doch sie verschwanden mit den anderen. Zwischen dem Gesuchten und den Geschwistern müssten heute viele Generationen liegen. Lasst uns die Suche beginnen. Umso früher sind wir fertig. Kommt! Aufruf. Statuen wie in Pans Geschichte. Wer würde so etwas hier aufstellen? Vielleicht eine Warnung. Wovor? Vor dem Grund für das Verschwinden der Kythera. Ja, mit der Weise. So ruhig. Viel zu ruhig. Seht, da drüben. Bist du der Richter? Da vorn ist das Dorf. Ich habe sie nicht kommen hören. Das Mädchen ist spurlos verschwunden. Also Carsten, wir sollen das Mädchen suchen. Als Anhänger der Athene waren die Kythera in ihren Ansichten schon immer ein wenig unflexibel. Und jetzt ist das mit den Floschen. Sie sollen von meiner Floschen. Sie auf morgen wird und trinken wird das. Diese Statuen weisen Kampfspuren auf, aber das ergibt keinen Sinn. Wenn die Kythera bei einer Invasion getötet wurden, wer hat dann die Statuen errichtet? Die Angreifer? Die Bär von Medusa. Ja, wer war sie denn? Es wird gespeichert, okay. Mal los. Das ist das Dorf. Wow. Hier, kommt. Nicht da durch? Ja, kann ich. So, noch nicht gut. Wie ist mit Ordnung? Ja, mal jetzt war Frieden davor. Tino, okay, Entschuldigung.
schon perfekt. Ist mal genug ausrüsten. Dies ist eure Aufgabe. Wer bist du? Ich heiße Strixa. Ich sollte die Botschaft überbringen. Dies ist der Ring der Tugenden. Dies ist eure Aufgabe. Wie lange bist du schon hier, Strixa? Wo ist deine Familie? Ich bin nicht allein. Alle sind hier. Sie warten auf euch. Ihr habt die anderen schon gesehen. Die Statuen? Ja, die Dunklen kamen in der Nacht. Wir waren hilflos. Wir konnten uns nicht gegen sie wehren. Die Dunklen? Sie haben die Menschen in Statuen verwandelt? Nein, sie war es, um uns zu schützen, bis die Tugenden wiederhergestellt sind. Deshalb warteten wir auf euch. Wer sind die Dunklen? Meinst du die dunklen Statuen? Ihre Herzen sind schwarz. Doch nicht so schwarz wie das Innere des Tempels. Dunkelheit raubte das Licht in der Nacht. Ihr müsst die Tugenden zum Leuchten bringen. Ich verstehe nicht. Von welchen Tugenden sprichst du? Du weißt es, nicht wahr? Sag es ihm. Wir stehen im Ring der Tugenden, Jason. Die fünf kleinen Kreise an den Rändern stehen für die Tugenden der Athene. Weisheit, Gerechtigkeit, Disziplin, Mut und Demut. Bei meinem letzten Besuch schien jeder Kreis so hell wie ein Signalfeuer. Die Menschen hier glaubten, das Licht werde so lange scheinen, wie die Tugenden auf der Insel geehrt werden. Das ist deine Aufgabe. Bring die Tugenden zum Leuchten. Dann wird der Tempel wieder offen sein. Sag es ihm. Es stimmt, Jason. Das Tor ist nur offen, wenn der Ring der Tugenden leuchtet. Es ist eine Sache zu wissen, was man jagt. Eine andere zu wissen, wie. Was ist zu tun? Ihr müsst die Frommen finden. Fünf wahre Gläubige, fünf Tugenden. Bringt sie heim. Und ihre Tugend wird den Weg erhellen. Strixa, weißt du, ob hier noch jemand das Blut der Athene in den Adern trägt? Die Zwillinge sind im Inneren gefangen. Doch ob sie gerettet werden, ist noch nicht entschieden. Wie können wir die Gläubigen retten, wenn sie Statuen sind? Die Zeit des Wartens ist vorüber, denn ihr seid hier. Wenn ihr euch ihnen nähert, werden sie den Ruf hören. Was sind die fünf Tugenden? Weisheit. Gerechtigkeit, Disziplin, Mut und Demut. Diese Signalfeuer werden euren Weg erhellen. Woran erkennen wir diese Gläubigen, die wir retten sollen? Wo finden wir sie? Sie sind hier, im Dorf, in den Sümpfen. Sie warten auf euch. Wir werden die fünf tugendhaften Keterer finden und sie aus jeder Gefahr retten. Ordnung aus Chaos. Hoffnung aus Verzweiflung, Erlösung aus Schande. Hütet euch vor den Dunklen. Und so beginnt es also. Athene, hilf uns! Jason, die Statuen! Ich spreche immer auf den Kuchen. Ist gut so. Zack, abgestochen. Abgestochen. Und meine Keule. Okay. Wie viel's noch?
Flieg da durch. Bei Athene, du hast uns gerettet. Wir wussten, unsere Gebete würden erhört. Danke, Fremder. Wer bist du? Ich bin Jason. Das sind meine Gefährten. Herr Satyr, du warst schon einmal hier? Vor langer Zeit. Du bist Magistrat Meno. Ja. Meno, was ist hier geschehen? Es sind wahre Ionier. Sie griffen uns eines Nachts an. In Windeseile hatten sie das Dorf überrannt. Bevor wir uns versahen, waren viele dahingemetzelt. Einige unserer Leute flohen in die Sümpfe. Die Ionier haben sie verfolgt. Als alle Hoffnung verloren schien, griff Athene ein und schützte uns, bis jemand kommen und uns retten würde. Weißt du, was im Tempel selbst geschehen ist? Nein, das Tor ist verschlossen, der Ring der Tugenden dunkel. Ihr müsst unsere Leute finden und heimbringen. Vielleicht öffnet sich dann das Tor wieder. Sind Medusa und Perseus dort? Ich nehme es an. Medusa lebte im Tempel. Perseus war mit uns im Dorf, als der Angriff erfolgte. Doch er lief hinein, um den Speer der Tugend zu holen und so die Schlacht zu wenden. Eine Gruppe Ionier folgte ihm. Kurz darauf schloss sich das Tor. War das der erste ionische Angriff? Waren es Räuber? Das dachte ich zuerst, aber sie kannten unser Dorf erstaunlich gut. Einer ihrer Hauptmänner gab den Befehl, Perseus zu finden und zu töten. Wenn es nur Räuber und Plünderer waren, woher sollten sie seinen Namen kennen? Was ist mit der Verteidigung, den Kriegern? Die gibt es nicht mehr, seit Phaedron die Tempelwache auflöste. Phaedron? Ein ausländischer Prinz und Gelehrter. Medusas Berater und Gefährte. Warum löste er die Wache auf? Er sagte, wahre Anhänger der Athene sollten auf ihren Schutz vertrauen. Eine Wache, sagte er, Zeuge von mangelndem Glauben. Wir müssen noch mehr Menschen retten. Auf dem Weg sahen wir weitere Statuen. Wo sollen wir noch suchen? Hier im Dorf sind noch viele mehr. Doch ich bitte euch, auch in den Sümpfen zu suchen. Meine Tochter Iona wachte dort bei einem kleinen, der Athene geweihten Schrein. Unsere Heilerin Kassir ist ebenfalls dort. Sie suchte dort Kräuter für die Kranken. Ein kleines Kind hier hat hohes Fieber. Kassir muss gefunden werden. Bleibt im Dorf. Wir schicken alle anderen, die wir finden, hierher. Erfüllt Athenes Willen. Bringt unsere Leute zurück und meine Iona. Athene schütze euch. Wenn sie noch lebt, ist die Frage. Wo ist Onkel? Wo ist Onkel? Warte auf den Onkel, Kiri! Warte bei Tugenden! Warte bei Tugenden! Bodenfegen, Kiri! Warte bei den Tugenden! Fisch zum Essen! Fisch zum Essen! Hm. Okay. Okay. So. Okay, das kann er. Das ist immer ein Weg schmissen, hin und immer. Ist nicht gut. Ah, wer hat dazu los? Auf Demut beruht alle Tugend! Auf Demut beruht alle Tugend! Warte mit Tugenden, Kiri! Onkel bringt Fisch zum Essen! Die Nisyrer sagen, große Seelen leben oft in gestörten Gemütern. Mut ist immer ein Entschluss! Wovon redet ihr denn dauernd? Von den Grundsätzen der Tugenden Athenes. Er mag simpel sein, doch er kennt sie gut. Weisheit ist vereinfachtes Wissen. Warte auf Onkel, warte auf Onkel. Wie ist dein Name, Junge? Kiri, Kiri steht für Kirinos. Onkel sagt Kiri, Kiri sagt Kiri, Kiri steht für Kirinos. Disziplin ist die Ordnung, die Freiheit schafft.
Kiri wartet auf Onkel mit Disziplin. Warte, warte bei Tugenden. Wo ist dein Onkel? Onkel Popo, bring Fisch zum Essen. Wartet mit Demut. Kiri muss warten mit Demut. Auf Demut beruht alle Tugend. Kiri demütig, fegt Boden, fegt Dorf, alles muss sauber sein. Du kennst deine Tugenden. Kiri voll Tugenden. Athene segnet kleine und große, kleine und große. Gerechtigkeit ist gelebte Wahrheit. Kiri lebt und fegt Boden, wartet auf Onkel. Athene sieht alles, sieht alles. Wir müssen den Onkel des Jungen finden. Er braucht ihn. Wenn sein Onkel Fisch bringt, könnte er im Hafen zu finden sein. Glaube ich auch. Moment. Es ist so heiß. Okay. Ruhig, Demetria. Alles ist gut. Ruh dich aus. Bitte, finde die Heilerin Cassia. Sie ging in die Sümpfe, um Kräuter zu suchen. Armes Kind. Wir dachten, es sei nur Schüttelfrost, aber das Fieber ließ nicht nach. Wir hatten schon aufgegeben, als wir hörten, Cassia käme vom Tempel, um sie zu sehen. Ist das ungewöhnlich? Cassia ist die Leibärztin der Hohepriesterin Medusa. Sie ist uns Dorfbewohnern nicht verpflichtet. Und doch kam sie und ging selbst in die Sümpfe, um Kräuter zu suchen. Eleni, was glaubst du, werden wir im Inneren des Tempels finden? Medusa und ihr Berater Phaedon leiten den Tempel. Die Priester und Philosophen dort sind Phaedon treu ergeben. So Athene will, ist auch Perseus noch dort. Kurz bevor die Tore geschlossen wurden, lief er den Speer der Tugend holen. Du hältst nicht viel von diesem Phaedon. Ich weiß, dass die Hohepriesterin ihm vertraut, doch stammt er nicht von Kythera. Das Volk scheint ihm nicht wichtig zu sein. Früher waren der Tempel und das Dorf eng verbunden. Damals brachten die Priester das goldene Vlies zum Ring der Tugenden und hörten die Anliegen der Menschen. Doch Medusa unterband dies auf Phaedons Geheiß. Welchen Grund nannte er für das Abschaffen dieser Tradition? Er sagte, unser Vertrauen in das Vlies beweise, dass der Glaube in Athene nachlasse. Erinnert ihr euch daran, versteinert gewesen zu sein? Ja und nein. Wir empfanden die Zeit anders. Wir spürten die Jahreszeiten. Wir ahnten all die Plünderer und Neugierigen. Ihr seid die ersten Besucher, die wir wirklich sahen. Auch die anderen werden euch sehen. Sie werden erwachen, wenn ihr euch nähert. Wartet hier. Wir werden Cassia für euch suchen. Okay. Geduld kaum geprüft werden. Das ist wahr, Galen. Wir danken dir, junger Krieger. Ich bin General Eratosthenes, Anführer des Silberordens. Met! Bringt mir Met! Dies ist General Galen. Und dort hinten ist Leutnant Dionysius. Es fehlt nur noch General Erikos, der alte Narr. Wer ist Erikos? Das älteste Mitglied des Ordens. Ein General im Ruhestand. Als die Ionier landeten, floh unser Dienstmädchen Adelpha in die Sümpfe. Erikos drängte uns, ihr zu Hilfe zu eilen. Als wir beschlossen zu bleiben, beschimpfte er uns als Feiglinge. Was soll ich sagen? Wir sind alt. Unsere Tage als Krieger sind vorbei. Er nahm sein Schwert von der Wand, folgte ihr allein. Er war schon immer sehr stolz. Oh, mein Kopf! Genug, Dio. Freund, wenn du in die Sümpfe kommst, halte nach dem alten Erikos Ausschau. Was ist der Silberorden? Ein Bund pensionierter Offiziere der Tempelwache. Streng genommen ist dies hier eine verbotene Versammlung. Phaedon hat den Orden vor einiger Zeit verboten. Verdammter Fremdling! Wache zu entlassen! Ich hoffe, er ist längst tot! Me! Ich flehe euch an! Me!
müsstet ihr sicher sein. Lebt wohl. Gib mal los. Bist du ein Tür? Achso, bist du ja. Da sind noch zwei. Drei. Heißt Athene. Lass uns gehen, Sporus, bitte. Euer Prozess ist vorbei. Das Dorf ist gerettet, doch ihr nicht. Ja, Pyrrho. Unsere Strafe war verdient. Ich war's nicht, ich schwöre! Was haben diese Männer verbrochen? Es sind Mörder. Sie töteten ihren Herrn und stahlen sein Geld. Die Beweise sind klar. Sagt uns, wo die Beute ist, damit ihr mit einem reinen Gewissen in die Unterwelt ziehen könnt. Wie kann ich sagen, was ich nicht weiß? Noch einmal, ihr habt meine ganze Beute schon gefunden. So viele Jahre droht euch nun schon das Todesurteil. Und noch immer missachtet ihr Athenes Tugenden? Die beiden sind wohl die einzigen, die lieber Statuen geblieben wären. Wenn sie schon zum Tode verurteilt sind, warum sollten sie das Geld noch behalten wollen? Gerichtsdiener, kannst du mir den Fall erläutern? Beide Männer, Komeas und Pyrrho, dienten Diodorus, einem reichen Händler, als Leibwache. Eines Abends kam Diodorus Bruder Nico zu Besuch und fand Komeas über Diodorus Leichnam gebeugt. Als wir Komeas Haus durchsuchten, fanden wir das benutzte Gift. Später fanden wir in Pyrrhos Haus einige der fehlenden Münzen. Offensichtlich arbeiteten sie zusammen. Das stimmt nicht. Er war schon tot, als ich ankam. Aber sicher, Pyrrho. Und der Mörder war so freundlich, dir ein paar Münzen zu hinterlassen. Die Beweise sprechen gegen mich. Aber ich habe Diodorus nicht getötet. Genug geredet. Athene hat uns gerettet und für Mörder ist im neuen Kythera kein Platz. Sie werden morgen sterben. Fremder, es klingt seltsam, aber ich bin froh, dich zu sehen. Besser, es ist schnell vorbei, als dass ich noch länger warten müsste. Du sagst, du bist unschuldig. Wie siehst du die Geschichte? Viel gibt es da nicht zu erzählen. Das ist ja auch das Problem. Es hieß, ich solle zu Diodorus kommen. Als ich zur Schatzkammer kam, war er schon tot. Kurz darauf traf Nico ein. Ich verstehe, dass er mich verdächtigte. Er sah nicht sehr gut aus. Wer hat dich zu Diodorus gerufen? Kyrinos, der Dorfsimpel. Man lässt ihn oft Botschaften überbringen. Er ist zwar langsam, aber sehr zuverlässig. Wie lautete die Botschaft genau? Der Händler wollte mich bei der Schatzkammer treffen. Das war alles. Zu mir hat der Simpel genau dasselbe gesagt. Was ist mit Pyrrho? Wie Sporus sagte, wir waren beide Wächter für Diodorus. Wir waren uns nie sehr nahe. Aber Mord würde ich ihm nicht zutrauen. Warum auch? Du warst es ja selbst. Wenn du unschuldig bist, wie kam das Gift in dein Haus? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nicht dorthin gebracht. Gib es doch zu, Komeas! Rette wenigstens mich! Ich lüge nicht, nur um dich zu retten. Erzähl mir von Nico, dem Bruder des Händlers. Ich kannte ihn nicht so gut. Schien aufrecht. Wenn ich mehr erfahre, lasse ich es dich wissen. Fremder, du musst mir zuhören! Ich bin unschuldig! Komeas hat ihn vergiftet, nicht ich! Erzähl mir deine Sicht der Dinge. Der Idiot Kyrinos sagte, dass ich den Boss bei der Schatzkammer treffen sollte. Also bin ich hin. Als ich ankam, war der alte Narr bewusstlos. Und die Kammer stand offen wie die Beine von Leto. Wer hat dich zu Diodorus bestellt? Der Idiot Kyrinos brachte mir die Nachricht. Wenigstens dazu ist er gut. Der Boss wollte mich bei der Schatzkammer treffen. Das war alles. Und was ist mit dem Geld, das in deinem Haus gefunden wurde? Hör zu, ich habe von Anfang an zugegeben, von dem Geld genommen zu haben. Als ich bei der Schatzkammer ankam, stand sie offen und die meisten Münzen waren weg. Aber eben nicht alle. Ich fand, das war nur gerecht, weil Diodorus mich immer wie einen Sklaven behandelt hatte. Ja, ich habe das Geld genommen und das war falsch. Aber ich bin kein Mörder. Was hältst du von Komeas?
Wirkt dir immer ganz ehrlich. Da sieht man's mal wieder. Das Gift wurde in seinem Haus gefunden, richtig? Das sagt doch alles. Ich habe damit nichts zu tun. Wenn er es bloß zugeben würde, dann wäre ich gerettet. Ich habe nichts zuzugeben, Pyro. Ha! Siehst du? Der alte Händler war bewusstlos, sagst du. Er war also noch nicht tot. Na eben! Ich dachte ja gar nicht, dass er sterben würde. Wenn ich mehr erfahre, lasse ich es dich wissen. Es wird überlegt. Guck mal, wer da. Du kannst jetzt keine Töpfe. Ist da jemand? Nein, das ist keiner. Ich hab voll genommen, jetzt haben wir vergessen. Ist nix. Ich frage mir erstmal Audio, oder? Reden sind einem genug. Ich muss befreit werden, wenn. Keine Ahnung, in den Onkel fallen an. Ja. Das kann doch was werden. Lieber jeden Liebling weg. Entsteht durch Überwindung von Furcht. Erzähl von dir, Paternos. Nun, ich habe nur die Aufsicht über die Mühle und diese Männer. Du hast weit mehr getan. Wir schulden Paternos unser Leben. Er rettete uns vor Phaedon. Wir alle waren von Phaedon zum Tode verurteilt worden. Aber Paternos überredete ihn, uns arbeiten zu lassen. Das ist nicht mein Werk. Das war Perseus' Idee. Wessen wurdet ihr beschuldigt? Wir alle sind gefährliche Verbrecher. Ich war nach der Ausgangssperre draußen. Und ich wurde erwischt, wie ich Phaedon einen Intriganten nannte. Laut Phaedon und seinen Richtern steht darauf der Tod. Du kanntest Perseus? Als Phaedon den Tempel übernommen hatte, kam Perseus und lebte mit den Leuten im Dorf. Er schlug vor, ich sollte Verurteilte in der Mühle anstellen, um sie vor Phaedons Gerechtigkeit zu retten. Das Dorf ist sicher. Du kannst diese Männer zurückbringen. Wir sollten erst die Mühle sichern. Wir werden eine ganze Menge Holz für den Wiederaufbau brauchen. Wir werden hier bleiben. Vielen Dank noch einmal. Ja, bitte. Athena hätte doch einfach die Junge verschwunden.
versteinern und die Kythäre verschonen können. Vielleicht glaubte Athene, dass jeder einen Teil der Schuld am Raub des Vlieses trug. Die Kinder konnten sicher nichts dafür. Und die Kinder ja weniger. Wie man es nimmt. Wurde jemand beim Baden halt versteinert? Das hat es auch dann so. Ein Schrei. Eieiei. Ich hab da noch Gegner. Er muss gelandet sein, als wir in den Sümpfen waren. Los, zum Schiff. Wir töten alle und legen uns auf die Lauer. Spart euch den Weg. Da ist er. Tötet ihn. Ach komm. Und tschüss. Schon auf den Stich. Perfekt. Enthauptet. Athene sei Dank. Das heißt, Geduld sei der beste Freund des Fischers. Doch auch Geduld hat Grenzen. Ich bin Polemon. Danke für meine Rettung. Hast du einen Neffen, Polemon? Einen Jungen namens Kiri? Kirinos. Ist er wohl auf? Im Großen und Ganzen ja. Er wartet im Dorf auf dich, zusammen mit den anderen Geretteten. Müssen halb verhungert sein. Lass mich etwas für das Nachtmahl fangen. Beeil dich, Polemon. Die Gefahr ist nicht vorüber. Ich verstehe. Jetzt aber mal sehen, ob die Fische noch beißen. Diese Menschen waren den Junia nicht gewachsen. Athene hat sicher viele gerettet, aber hätte es nicht einen besseren Weg gegeben? Vielleicht stand die grauäugige Göttin den Menschen hier